Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr wisst, koche ich ja fast jeden Tag frisch und bei mir muss es halt auch immer schnell gehen. Und als ich heute Morgen überlegt habe, was kann ich heute zaubern, da habe ich mir gedacht, ich mache ein schnelles Menü mit Putenschnitzeln, frischen Möhren und Kartoffeln und habe dann gedacht, ich zeige euch mal zwei Produkte, die leider zum 1.9. aus dem Programm gehen, ihr die aber jetzt noch in diesem Monat ganz normal über meinen Shop oder auch persönlich bei mir beziehen könnt. Weil die sind wirklich beide klasse und ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen. Und zwar backe ich in unserem Sechser-Snack. Der Sechser-Snack ist auch ein Pimperchef Stoneware-Produkt. Das eignet sich ja wunderbar für jetzt zum Beispiel so ein Komplettmenü. Zwei Putenschnitzel, zwei Mulden fülle ich mit den Möhren und zwei Mulden fülle ich mit den rohen Kartoffeln. Das ist auch wunderbar für gefüllte Paprika, für kleine Brote, für Hackbraten, für große Muffins, für kleine Kuchen. Also ich finde die wirklich klasse und bin ganz traurig darüber, dass er aus dem Programm kommt und zeige euch jetzt, wie einfach man damit gesund und fast fettfrei kochen kann. Welches Produkt leider auch aus dem Programm geht, ist unser Wellenschneider. Der Wellenschneider ist wirklich genial, das seht ihr gleich, wenn ich den benutze, weil ihr könnt euch daran nicht schneiden und ihr könnt aber ganz leicht auch harte Sachen wie Möhren und Kartoffeln damit durchteilen. Und natürlich optisch, klar, durch die Wellen sieht es wunderbar aus. Deswegen stelle ich jetzt die Kamera mal runter, damit ihr seht, was ich mache. Und das Rezept stelle ich euch natürlich am Ende auch wieder auf meine YouTube-Seite. Ich stelle mal die Kamera runter, damit ihr gucken könnt. Dann hole ich euch mal näher ran. So. So müsstet ihr eigentlich alles sehen können. Und zwar habe ich hier Folgendes schon vorbereitet. Hier habe ich zwei Putenschnitzel, die habe ich schon gewürzt. Die könnt ihr natürlich so würzen, wie ihr sie gerne mögt. Ich mache das immer mit Geflügelgewürz. Dann habe ich hier zwei Scheiben mageren Kochschinken und zwei Scheiben Käse Light. Und dann hatte ich jetzt hier, ein paar habe ich schon geschnitten, um euch das mal zu zeigen. Und die anderen schneide ich jetzt. Hatte ich fünf Möhren und so sieht das Rillenmuster dann nachher aus. Könnt ihr das sehen? So. Die kommen da rein und dann hatte ich hier 420 Gramm rohe Kartoffeln. Auch die habe ich mit dem Wellenschneider geviertelt und so in Stückchen geschnitten. Sieht natürlich optisch auch sehr schön aus. Damit könnt ihr auch wunderbar Pommes frites machen mit diesem Wellenschneider oder einen Gurkensalat. Ja, sieht halt wirklich schön aus und das Beste ist, auch harte Dinge könnt ihr schneiden in Scheiben, ohne euch selber dabei zu verletzen und es optisch sogar noch schön aussieht. Wie das geht, zeige ich euch. Und zwar der Wellenschneider wird so aufgesetzt, also hier unten so aufgesetzt und dann rollt ihr im Prinzip einfach nach vorne. Kann also nichts passieren. Ihr nehmt jetzt bei dem Beispiel die Möhre, setzt einfach auf und teilt die so in die Stücke. Ich teile die natürlich so, dass die ungefähr auch zur gleichen Zeit gar sind. Das macht natürlich Sinn, ne? Also ein bisschen größer, damit alles zusammen gar wird. Also ihr setzt einfach hier auf und dann teilt ihr euch so die Möhre, wie ihr die haben wollt. Und wie gesagt, ihr könnt euch nicht verletzen. Sieht optisch toll aus. Und so kann man das ganz schnell zerteilen. Das mache ich jetzt auch noch mit der anderen Möhre. Also auch für Leute, die nicht so viel Kraft in den Händen haben, ist das wirklich wunderbar. Weil durch dieses Aufsetzen und das Drehen geht es ganz, ganz, ganz leicht. Bei den Kartoffeln genauso, das sind ja rohe, festkochende Kartoffeln. Die teile ich jetzt einmal in der Mitte durch. So, dann seht ihr eigentlich hier ganz gut die Rillen. Wie gesagt, damit könnt ihr auch wunderbar Pommes frites machen. Die teile ich jetzt nochmal in der Mitte durch. Und dann schwinge ich praktisch wieder nach vorne. Also machen wir so Stücke. Auch. So sehen die dann aus. Ja, müsstet ihr so sehen können. Ne? Wie gesagt, könnt ihr auch natürlich Pommes frites mitmachen. Und das mache ich jetzt noch mit den anderen zwei Kartoffeln. Den Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 220 Grad Ober-Unterhitze. Und da kommt jetzt gleich alles rein. Na. Die Kartoffel war jetzt nicht ganz gerade, deswegen ist sie mir weggeflutscht. So,
auch da wieder einmal in der Mitte durch. Und dann teilt ihr die einfach so, wie ihr die haben wollt. Wie gesagt, so nach vorne. So, was mache ich jetzt? Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Die Möhren, die würze ich jetzt ein bisschen. Und zwar gebe ich daran ein bisschen Zucker. Ich sag mal so ein knapper Teelöffel. Der kommt jetzt darüber, das vermenge ich dann gleich. Jetzt, wenn ich rausfällt, halte ich nur die Hand darüber. So, und dann kommt dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer aus der Mühle drüber. So Gerichte liebe ich, ich habe nicht viel Arbeit und zack, zack, habe ich schnelles Essen fertig. Wie gesagt, wenig Kalorien, wenig Arbeit, kein Fett, mir kann nichts anbrennen. Und das packe ich jetzt gleich in zwei Mulden. Das gleiche mache ich jetzt mit den rohen Kartoffeln. Bei den rohen Kartoffeln ist es nur so, da gebe ich ein bisschen Rapsöl aus dem Sprüher drauf. Also wirklich nur so ein bisschen, damit mein Gewürz hält. Und dann kommt da Paprika. Ein bisschen Paprika drauf. Und dann liebe ich ja, wie ihr aus vielen Rezepten von mir wisst, das Kuscharek. Das ist ein polnisches Gewürz. Und gerade bei Pommes frites finde ich das super lecker. Gebe ich das wieder ein bisschen unter. Wie gesagt, ich halte jetzt nur die Hand darauf. Ich habe die kleinen Servierschüsseln, damit es mir nicht rausfällt hier. So. Dann gebe ich nochmal ein bisschen Paprika rüber. Und nochmal ein bisschen Gewürz. Und nochmal ein Hauch mit dem Rapsölsprüher. Das ist wirklich ein Hauch, den braucht er im Prinzip auch nicht berechnen, weil das ist noch nicht mal, keine Ahnung, kann man gar nicht berechnen, so wenig ist das, weil es hauchfein sprüht. Und ja. So. So sehen die jetzt aus. Die kommen gleich in den anderen Mulden. Dann mache ich Folgendes. Und zwar auf die Schnitzel lege ich mir jetzt einfach eine Scheibe Käse, je Schnitzel. Ich guck mal. So könnte es, glaube ich, noch, ist noch heller, ne? Eine Scheibe Käse, je Schnitzel und die eine Scheibe Kochschinken, die auch, wie ihr seht, ganz mager ist. Die lege ich jetzt drauf. Ist auch wirklich dünn geschnitten. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Also ist wirklich dünn. Und den Sechser-Snack habe ich, wie ihr seht, nicht wirklich viel. Also ich kann den umdrehen, da kommt jetzt nichts raus an Flüssigkeit. Auch den habe ich wirklich hauchfein mit Rapsöl gefettet. Da schlage ich jetzt die Schnitzel schlage ich so einmal ein. So wie so eine Rolle. Und setze mir die in eine Mulde. Das mache ich bei dem anderen Schnitzel genauso. Schlag die so einmal ein und setze mir die in eine Mulde. So, und in die anderen vier Mulden setze ich jetzt meine Kartoffeln und mein Gemüse. Das Schöne ist, in der Zeit, wo ihr das im Backofen habt, könnt ihr irgendwas anders machen. Ihr habt nachher auch ganz schnell raus, wie dick, weil manche fragen mich, Judith, woher weißt du denn, dass alles zusammen gar ist? Das hat man nachher raus, wenn man das mal zwei, dreimal benutzt hat, dann weiß man, wie dick müssen die Möhren sein und wie dick müssen die Kartoffeln sein, dass das mit dem Fleisch auch wirklich alles zusammen gar wird.
Die ist für die Katze. Mein Hund habe ich ja nicht, wie ihr wisst. Die freut sich gleich über das Möhrenstückchen. So, jetzt habe ich hier praktisch die Möhren drin und jetzt fülle ich die anderen zwei Löcher noch mit meinen roten Kartoffeln. Das ist wirklich ein Essen, was wir sehr gerne essen, weil wir lieben Kartoffeln in allen Variationen. Und frische Möhrchen gehen auch immer. So. Gestern hatten wir ja großen Grilltag, habt ihr ja auch in meiner Gruppe wahrscheinlich schon gesehen. Gestern habe ich gefüllte Pizzabrötchen gemacht und dann hatte ich eine Rucola-Pizza und dann haben wir noch als Süßspeise am Ende Banane mit Marshmallows gegrillt. Also das war schon sehr lecker. Von daher hatte ich jetzt nichts mehr, wo ich heute noch hätte Reste essen können. Deswegen musste ich mir was überlegen, was kann ich heute Neues machen. So, das war's jetzt schon. Und damit ist im Prinzip euer Abendessen fertig. Also da werden wirklich, ich stelle mal die Kamera hoch, da wird man wirklich super, super satt von. Ihr habt gesehen, die Putenschnitzel waren auch wirklich groß. Die alleine hatten, die zwei hatten 420 Gramm. Aber ihr wisst, Putenschnitzel haben ja nicht viele Punkte, also nicht viel Fett. Davon kann man sich dann ein bisschen mehr gönnen. Und wenn man dann auch ganz mageren Kochschinken, der etwas dünner geschnitten ist, und dann vielleicht noch einen Käse, der fettreduziert ist, dazu nimmt, dann ist es sehr figurfreundlich, schmeckt aber trotzdem mega lecker. Ihr könnt aber natürlich auch ganz normal, wenn ihr sagt, nee, könnt ihr auch ganz normale Schnitzel nehmen. Also Schweineschnitzel habe ich auch schon gemacht, die mit ganz normalem Käse, ganz normalen Kochschinken oder rohen Schinken, so wie ihr gerne mögt, einfach so reingesetzt und ein bisschen Gemüse dazu. Ihr könntet jetzt Paprika machen oder ich habe auch schon mal Soße in ein Fach mit reingemacht. Ich habe schon mal auf Kochshows zum Beispiel nur in einer Mulde Kartoffeln, in einer Mulde hatte ich dann Paprika und in zwei Mulden einen Kuchen, einen kleinen Zitronenkuchen und alles war zusammen fertig. Und die Leute waren ganz überrascht, weil Hauptgericht und Nachspeise war zusammen fertig. Ich finde, der 6er Snack ist wirklich wunderbar zu nutzen und wie gesagt, nur noch leider diesen Monat erhältlich. Und auch den Wellenschneider, der geht ganz schnell. Wenn man es vor der Kamera zeigen will, ist es immer ein bisschen anders, als wenn man es selber so für sich nutzt. Aber wenn ihr es zwei, dreimal gemacht habt, geht es ganz einfach. Ich hole euch gleich wieder dazu. Kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen. Wenn es fertig ist, hole ich euch wieder vor die Kamera. Bis gleich. Tschüss. Hallo, da bin ich wieder. So, mein Backofen hat jetzt gepiept. Ich hatte das Ganze jetzt 42 Minuten im Backofen. Habe gerade mal einen Schnitzel von oben eingeschnitten. Ist also perfekt. Ich hole es mal raus. Und dann zeige ich es euch. Ich stelle die Kamera mal kurz runter, damit ihr besser gucken könnt. Drehe wieder ein bisschen. So. Ja, meine Speicherkarte war voll, deswegen war auf einmal der Film zu Ende. Ich wollte euch aber doch noch zeigen, wie das Fleisch fertig aussieht von innen. Ich habe es mal angeschnitten, ich hole es noch mal vor die Kamera, damit ihr sehen könnt, wie schön gar das ist und auch ohne trocken zu sein. Also es ist wirklich, da kommen jetzt die Kartoffeln, das Gemüse zu. Ja, so hat man schnell und einfach ein leckeres Essen gemacht. Wie gesagt, diesen 6er Snack gibt es nur noch diesen Monat. Könnt ihr ganz unten unter meinem Rezept, habe ich ja den Shop-Link verlinkt, könnt ihr ganz normal über den Shop bestellen oder euch so bei mir melden. Ja, und ich freue mich auf das nächste Filmchen mit euch und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Lieben Gruß, eure Judith. Tschüss.